grüß euch Gott, ihr zwei. Ja, grüß dich, Charles. So viel ich weiß, sind wir ab Anfang März zusammen in der Wüste unterwegs. Oh, ja. Die Frage ist, was ist das Geschenk der Wüste und was ist das, was ihr den Teilnehmern schenkt? Musik. Die Liebe. Die Liebe zu sich selbst. Töne. Lieder. Sich selbst entdecken, die eigene Stimme entdecken. Sich trauen, sich selbst zu leben, sich auszudrücken. Die Töne als Schlüssel für die Liebe. Die Töne als Schlüssel für das Zusammenschwingen. Im März, April. Wenn wir zusammen in der Wüste leben, laden Menschen ein, dabei zu sein. Mhm. Karawane der Liebe. Mhm. Was wird neu sein im Leben des Einzelnen nach dieser Zeit? Es wird nichts mehr so sein, wie es war. Denn wenn wir so zusammenkommen, das Neue zu trainieren, dürfen wir alles Alte weglassen. Und die Wüste ist ein wunderschöner Ort zu sterben. Und neugeboren zu werden. Genau. Und das fühlt sich manchmal wie ein Tod an. Aber es ist unheimlich erleichternd, wenn wir all das loslassen dürfen, was uns bis jetzt gehindert hat, die bedingungslose Liebe zu leben. Sich wieder bedingungslos trauen, zu sich selber Ja zu sagen. Wieder deinem Bauchgefühl folgen. Und dich erinnern, was dir und deinem Herzen wirklich hier wichtig ist. Jeden Tag aufs Neue, wie ich mich darauf freue, meinen Prüfungen zu bestehen, meinen Herzensweg zu gehen. Ja, ich strahle alle an, mit so viel Liebe, wie ich kann. Immer mehr strahlt Liebe mit, bereit für diesen Schritt. Ich lass die Liebe fließen, um das Leben zu genießen. Mach mein Herz ganz weit, für den Austausch bereit. Ich denke für die Liebe und nicht sein. Ich lade sie immer wieder ein. Immer wieder Liebe lieben, immer wieder Liebe üben, immer wieder Liebe schenken, immer wieder Liebe denken, immer wieder Liebe sein. Ich
Platz immer wieder ein, immer wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder.